Hallo, lieber Bruder, liebe Schwester, Gottes Segen. Der Herr mit dir. Unser Predigttext ist Psalm 118, Vers 6 bis 9. Psalm 118, Vers 6 bis 9. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich will meine Lust sehen an meinen Feinden. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Und der zweite ist Apostelgeschichte 14, Vers 21 bis 22. Apostelgeschichte 14, Vers 21 bis 22. Und predigten derselbigen Stadt das Evangelium und unterweiseten ihrer viel und zogen wieder gen Lystra und Ikonien und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger und ermahneten sie, dass sie im Glauben blieben, dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Sehr wichtiger Vers. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Wir können natürlich sagen, wie viele Gemeinden heutzutage ja sagen, Liebe, Freude, und dann hört es für sie schon auf. Wenn es dir schlecht geht, wenn es Trübsal ist, es muss immer Züchtigung vom Herrn sein. Man darf nie Schlimmes durchmachen. Es dient doch alles zum Besten denen, die Gott lieben. Alles heißt doch alles. Wir schauen uns das jetzt mal an, also die Trübsal. Zuerst ein Zitat. Ich brauche den nicht zu kennen, ich brauche den Weg nicht zu kennen, ich brauche nur den Führer zu vertrauen. Ist das nicht wunderbar? Ich brauche den Weg nicht zu kennen, ich brauche nur dem Führer zu vertrauen. Der Herr geht dir voran. Punkt 1. Gib nicht auf, der Herr ist bei dir. Wir schauen uns jetzt ganz explizit Apostelgeschichte 27 an und holen so viel heraus, wie es nur geht. Es ist immer noch tiefer, ist klar. Und wir schauen uns auch nicht alle fast 50 Verse an, aber wir schauen uns die Verse an, wo denke, dass wir einiges für unseren persönlichen Lauf entnehmen können. Die Reise beginnt. Apostelgeschichte 27, Vers 1. Der Paulus als ein Gefangener wird nach Rom ja geführt. Später kommt dann auch Aristarchus dazu aus Mazedonien von Thessalonich nach Vers 2. Aber der Gefangene ist der Paulus. Stelle dich, wenn du willst, an die Stelle jetzt von Paulus. Betrachte mit mir aus den Augen von Paulus die Umgebung, wo er ist und wie man sich da fühlen muss unter so vielen Seelen. Insgesamt 276, soweit ich weiß. Genau, 276 oder 267, wir schauen es nachher an. Unter so vielen Leuten, wie wird es einem da gehen? Wie wird der Lauf mit dem Herrn sein? Wir schauen uns mal an, was da alles für uns geschrieben steht. In Vers 1 geht die Reise also los. Wir lesen nicht alle Verse durch, auch zeitenhalber nicht, aber Vers 1 geht die Reise zum Beispiel los. Und der Paulus ist jetzt mitten unter diesen Gottlosen. Wir schauen uns jetzt mal an, Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Du kannst in deinem Leben deinen Vertrauen sehr schnell auf Menschen setzen. Lieber Mitbürger, lieber Bruder und Schwester. Und das hätte Paulus auch machen können. Er war ja ein Mensch wie wir, nur halt sehr hohe Stellung, sehr hohe Aufgaben, die er auch wahrnehmen musste als ein Apostel des Herrn. Aber diese Reise, die hätte anders verlaufen können. Und der Herr hat es auch schlussendlich dann auch gesagt, mehrfach. Wir schauen uns diese Verse noch an. Die Reise geht also los. Ziel ist schlussendlich Rom. Vers 2. Eintritt in das Schiff.
Da kommt schlussendlich alles zusammen und geht in dieses adramitische Schiff. Und sie soll noch, dass wir, also ich lese den Vers 2 vor, da wir aber in ein adramitisches Schiff traten, das wir an Asien hinschiffen sollten, fuhren wir vom Lande und es war mit uns Aristarchus aus Mazedonien von Thessalonich. Und kam des anderen Tages an zu Sidon. Und Julius hielt sich freundlich gegen Paulus, erlaubte ihm zu seinen guten Freunden zu gehen und seine zu pflegen. Paulus hatte viel Freiraum und viel Freiheit. Das haben wir in der Nachfolge auch. Wir können viel Freiheit genießen in diesen Ländern, wo wir hier leben. Ruhig ist es in Schweiz, Österreich, Deutschland, auch rundherum noch die umgebenden Länder. Ist alles ruhiger wie im Nahen Osten, ruhiger wie in Afrika, ruhiger wie in Südamerika, ruhiger wie in den schrecklichen Slums. Möge der Herr sie retten. Wir haben sehr, sehr ruhige Orte, wo der Herr uns eingesetzt hat. Wir sind nicht per Zufall hier, wo wir sind. Aber wir können uns auch mal vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn wir in dieser Ruhe, wo wir hingestellt sind, im Dienst auch aktiv werden. Durch diesen Kapitel 27 sieht man den Paulus, irgendwie ist nicht geschrieben, aber man sieht ihn viel im Gebet, wie einen Daniel, den Propheten Daniel, der da dreimal am Tag pflegte, gegen Jerusalem hin zu beten zum Herrn. Und er wurde erhört. Und ich sehe den Paulus hier sehr viel beten und seine Freundschaften pflegen. Und ganz sicherlich auch hat er da missioniert, ganz klar. Aber wir schauen uns das mal genauer an. Weil der Paulus bekommt Antworten für allesamt schlussendlich in diesem Schiff. Wie ist es bei dir, lieber Bruder, liebe Schwester? Da, wo du in diesem ruhigen Örtchen bist, wo du bist, bist du aktiv im Dienst, wie der Paulus auf dem adramytischen Schiff? Klar haben sie Nöte gehabt, klar ist es schwierig geworden. Das bezeugt er auch in den anderen paulinischen Briefen, das ist klar. Aber wie viele Nöte bist du schon durch? Und wie bist du mit dem Herrn dadurch? Er hat dich doch auf Adlersflügeln getragen, nicht wahr? Wie tief es auch unten durchging, der Herr hat dich wieder auf die Höhe hingestellt, da wo du vorher warst, nicht wahr? Wie treu der Herr ist, wie gut er für dich sorgt. Vers 3. Alles scheint gut zu laufen für den Paulus und für die gesamte Besatzung, muss man wirklich sagen, alles läuft wunderbar. Und kam des anderen Tages an zu Sidon, und das haben wir schon gelesen. Es geht alles gut. Es erinnert da auch wieder an einen Vers in Sprüche 19. Sprüche 19, Vers 21. Sprüche 19, Vers 21. Es sind viel Anschläge in eines Mannes Herzen, aber der Rat des Herrn bleibet bestehen. Der Herr hat einen Ratschluss gefasst, den wir dann auch zu späteren Versen noch lesen. Und so wie der Herr seinen Ratschluss gefasst hat, so geschieht's. Nicht nach dem Wollen des Menschen, sondern wir sollen uns nicht mal rühmen des kommenden Tages. Wir wissen nicht, wie es wird. Keine Ahnung. Morgen, wie wird's? Keiner weiß, nur der Herr. Vers 4. Alles Menschenmögliche an Möglichkeiten wird angewendet, wenn wir Vers 4 schauen. Und von dannen stießen wir ab und schifften unter Zypern hin, darum, dass uns die Winde entgegen waren. Und kann man sagen, ist doch eigentlich weise. Zypern ist kein kleiner Ort, da kannst du unten durch und da kannst du dir viel Ärger an Wind ersparen. Das muss man auch, kann man auch nachlesen bei Wikipedia, das ist klar. Es ist ziemlich gefährliche Windverhältnisse dort, die da immer wieder aufkommt. Interessant ist allerdings, dass diese Menschen natürlich gottloser sind und gottlos handeln. Sie vertrauen nur auf ihr Können und Bestreben und ihr Wissen. Sie wissen nichts vom lebendigen Gott. Paulus schweigt hier noch. Paulus ist hier noch still.
Er ist immerhin ein Gefangener, der allerdings viel Freiheit hat. Erinnert dich das auch an dich selbst und an die Geschwister, an uns allesamt, die wir hier auf Erden nur auf der Durchreise sind? Wir sind in diesem sündhaften Körper mitten unter den gottlosen Leuten, die den Herrn Jesus Christus einfach hassen. Wo der Name Jesus fällt, scheiden sich die Geister. Keiner soll mir sagen, wenn ich von Jesus rede, dann applaudieren die Leute vor Freude. Wird nie vorkommen. Nie. Sie wollen den Herrn nicht. Wir sind Licht und Salz hier mitten unter dieser bitteren und dunklen Welt. Im besten Fall sind wir das natürlich. Und das ist der Paulus dort auch gewesen. Er kann nicht abhauen. Das darf er so oder so nicht als ein Gefangener. Kann er nicht einfach ein Beischiff und raus? Er ist da. Er macht das Beste daraus. Er lässt diese Freiheiten, die er hat, zu verkünden. Ganz klar ist er am Verkünden. Ganz klar hat er seine Zeit, wo er auch ins Gebet gehen kann. Und fasten werden die dann später noch viel. Schrecklich, wie sie da aushungern und alles. Es ist eine sehr schwere Reise. Schreckliche Reise. Sei froh, dass du niemals einen Schiffbruch erlebst, lieber Bruder, liebe Schwester. Und doch muss man dann später auch darüber noch zu reden kommen. Alles Menschenmögliche tun sie also. Schauen wir uns mal an, was der Herr uns durch sein Wort sagt. Psalm 135, Vers 6 bis 7. Psalm 135, Vers 6 bis 7. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist, unser Herr vor allen Göttern. Alles, was er will, das tut er im Himmel, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Wer ist denn der Herr über die Wolken, der Wind? Dieser Wind dort ist berühmt, muss man alles mal nachlesen, ist klar. Aber ist der Herr nicht der Herr über all dies? Natürlich kann er das nicht stillen. Natürlich. Wäre die Besatzung aus wiedergeborenen Christen gewesen, die hätten anders gehandelt, bin ich ganz gewiss sicher. Ganz klar. Der Herr kann den Sturm stillen. Und die haben ganz schlimme, die haben eigentlich ein Taifun ist das schlussendlich, was da über sie dann kommt und alles. Kann man sich nicht vorstellen, was für eine Not, was für eine Katastrophe. Wo wollen sie hin, wenn das alles so auf sie zukommt? Alles ist wider sie. Gär alles. Einfach alles. Alles wider sie. Und der Paulus in der Stille betet und missioniert die Leute. Wunderbar. Erinnere dich an Markus 4, Vers 38 bis 41. Genau, Markus 4, das ist genau das, was ich eben meine. Markus 4, Vers 38 bis 41. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stund auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam, wie dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, denn Wind und Meer sind ihm gehorsam? Ja, das verwundert sie noch. Aber wären die anderen auf dem Schiff gläubig? Wiedergeboren. Wäre es auch anders dann für sie? Sie könnten auch zum Herrn aufrufen: Wir wissen, dass du der Herr bist, Himmel und Erd. Wir kennen dich, Herr. Hilf uns aus dieser Not heraus. Sie kennen es nicht. Menschliche Bestrebungen. Vers 5. Ein Zitat: Lass nicht zu, dass die Welt, die dich umgibt, dich in ihre eigene Form presst. Vers 5 zeigt uns auf, trotz Not auf dem Meer, und ein Meer ist ein Bild der Heidenvölker. Du kannst es also sehr gut für dein Leben auch anwenden. Du bist auch mitten unter den Heidenvölkern. Trotz Not auf dem Meer kommt das Schiff gut an. Versetz dich in die Lage von Paulus
Und natürlich auch von Aristarchus von Vers 2. Es muss sehr, sehr unangenehm gewesen sein. Die muss im Klaren sein. Die können nirgends abhauen. Wir können von ihr wegziehen, in irgendeine andere Region der Schweiz oder Deutschland emigrieren. Man kann überall hin. Wir sind nicht auf dem Meer, so vom Betrachtungswinkel aus. Wir können diese Freiheit ausnutzen und wegziehen. Am Paulus, der ist da. Der hat einfach den Herrn, sonst gar nichts. Mehr braucht er nicht. Er weiß, dass alles gut wird. Die anderen noch nicht. Vers 6 zeigt uns auf, die Reise geht weiter mit einem anderen Schiff. Nun geht die Reise in eine andere Etappe. Vers 7 zeigt uns auf, da wir aber langsam schifften und in vielen Tagen kaum gegen Cnidus kamen, denn der Wind wehrete uns, schifften wir unter Kreta hin nach der Stadt Salmone. Das ist jetzt der zweite menschliche große Bestreben. Wir kommen schon durch. Wir gehen einfach unten durch, dann ist der Wind, prallt an der Insel ja ab. Das kommt nicht zu uns. Ja, aber die Insel geht nicht die ganze Streifen durch, bis sie dann in Rom ankommen. Das ist nicht so. Was machen sie danach? Der Mensch vertraut also auf seine Bestrebungen. Vers 7. Der Wind weht erneut gegen sie. Gleiche also menschliche Bestrebungen wie davor. Menschliche Bestrebung. In Zeiten solcher Not musst du ins stille Kämmerlein, umso mehr, wenn du in Not bist. Vers 8 bis 10. Erste große Ermahnung von Paulus. Und zogen kaum vorüber, da kamen wir an eine Stätte, die heißet Gutfurt. Dabei war nahe die Stadt Lasea. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr gefährlich war zu schiffen, sie haben's gewusst, ist gefährlich zu schiffen. Darum, dass auch das Fasten schon vorüber war, vermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt will mit Beleidigung und großem Schaden ergehen, nicht allein der Last und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens. Aber der Unterhauptmann, das sind da schon die nächsten Verse, sie wissen, es muss man sich um klar sein, sie wissen, es kommt nicht gut, jetzt schiffen. Besser nicht, aber die wissen, wir können hier bleiben. Wann können sie fahren? Frühling. Wieso nicht den Winter dort bleiben? Eine Theorie, und wahrscheinlich ist dies wahr, weil sie bereden dies nachher auch, sicherlich auch noch, obwohl sie nicht geschrieben sind. Sie haben sicherlich auch darüber geredet und abgewogen. Ich denke mir, vielleicht siehst du dies auch ein. Sie sind nachher weitergefahren, sie hätten es nicht eilig haben müssen, wirklich nicht. So, wenn der Winter 4, 5 Monate bleibst du einfach da. Die haben ihre Geschäfte machen können, alles, kein Ding. Sie wollen weiter im Winter, wo sie wissen, dass es gefährlich ist, obwohl Paulus sie warnt. Und sie wissen, wer Paulus ist. Sie wollen weiter. Wieso? Gibt es vielleicht eine extra Belohnung, für schneller nach Rom zu kommen, mit dieser großen Beute, die sie da haben, die sie dann natürlich weitergeben. Sie haben ja nicht gekapert oder so den Paulus, sondern sie haben ihn gefangen genommen und müssen ihn weitergeben. Sie bekommen doch sicherlich einen größeren Lohn, nicht wahr? Siehst du hier auch, wie eilig, also hoffentlich siehst du das vielleicht einigermaßen so ein, wie ich das sehe. Wenn nicht, macht's nicht. Macht das nichts, steht ja nicht so geschrieben, aber man sieht, dass sie eilig haben. Das ist auch ein gutes Bild für die Menschen unserer Zeit. Immer eilig, immer schnell, immer beschäftigt. Egal, was für Technologien noch aufkommen würden, es wird immer noch mehr Stress geben. Es wird nicht weniger. Fest überzeugt, die Menschen werden umso weniger Zeit haben, je schneller alles noch geht. Egal in welchem Bereich, kann man sich gar nicht ausmalen. Das ist aber ein gutes Bild dafür. Der Mensch, der ist immer gleich. Ist immer so.
Immer zu tun, immer schneller. Das ist auch sehr ähnlich wie mit der Titanic. Wenn du die Geschichte genauer kennst, hat ein gutes Büchlein, jetzt weiß ich den Bruder nicht, der da auf dem Schiff war als Prediger, dem Pastor. Du wirst es vielleicht wissen. Hab darüber mal gepredigt und auch verlinkt. Aber tut nicht zur Sache jetzt. Dieses Schiff, es sollte noch früher ankommen, um Schlagzeilen zu machen. Weißt du dies? Noch schneller ankommen, um Schlagzeilen zu machen. Der Mensch jagt also wirklich nach Belohnung, Reichtum, Ansehen. Dieser Hochmut des Menschen, der führt den Menschen zu Fall. Es ist eben der Mensch. Immer eigenes Bestreben. Wo ist der Herr in seinem Leben? Eben nirgends. Sie mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Ganz klar. Wer will's verneinen? Der Mensch sieht immer so vor Augen. Reichtum. Ich will. Ruhm. Wenn ich das erhaschen kann, egal wie. Ich will. Also der Mensch jagt nach dem allem. Wer will's verneinen? Wer will's verneinen? Sie halten also schlussendlich Absprache darüber in Vers 12. Sie halten einen Rat darüber, ja, wie kommen wir denn rüber und von dannen zu fahren, ob sie könnten kommen gen Phönix zu wintern, welches ist eine Anfurt an Krete gegen den Wind Südwest und Nordwest. Den gibt es heute noch, den Wind zu Südwest und Nordwest, schon darüber gelesen. Nicht ungefährlich. Und das im Winter, die wollen rüber. Nicht weise, nicht weise, nicht überlegt, könnte man sagen, und doch haben sie beratschlagt. Kommt sehr, sehr schlecht, sehr, sehr, sehr schlecht für sie. Kommt nicht gut. Und Sprüche 22, Vers 3 hat uns dazu sehr wohl etwas zu sagen. Sprüche 22, Vers 3, der Witzige sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Albernen gehen durchhin und werden beschädigt. Dieser Vers ist ein Paradebeispiel für den Gottlosen. Geht mit dem Kopf hindurch durch die Wand, wenn er kann. Und dann, wenn etwas Schlimmes passiert, ja, wenn es einen Gott gäbe. Genau, Vers 11 und 12. Dem Herrn vertraue und nicht auf Menschen. Unser Punkt 2. Die Ermahnung von Paulus also erinnert uns auch an Sprüche 15, Vers 5. Sprüche 15, Vers 5. Sprüche 15, oh, Sprüche 15, Vers 7 soll es sein. Der weisen Mund streuet guten Rat, aber der Narrenherz ist nicht also. Der Weisheit Anfang ist, fürchte Gott. Die kennen Gott nicht, sind sie Narren. Und der Paulus gibt guten Ratschlag. Obwohl sie es natürlich schon wissen, es ist nicht korrekt, jetzt abfahren, tun sie es doch. Narren. Sicherlich dem Geld nachgejagt, man sieht es einfach heraus. Sie wollten früher ankommen. Sprüche 13, Vers 15. Ein guter Rat tut sanft, aber der verächter Weg bringt Wehe. Man sieht es in den nächsten Versen dann auch. Und Sprüche 20, Vers 5. Sprüche 20, Vers 5. Der Rat im Herzen eines Mannes ist wie tiefe Wasser, aber ein Verständiger kann es merken, was er meinet. Der Rat im Herzen eines Mannes ist wie tiefe Wasser. Ein Verständiger kann es merken, was er meint. Sie waren unverständig. Das bezeugt uns Römerbrief Kapitel 1 und 2 auch und unter anderem natürlich noch viele Stellen. Sie sind unverständig. Ihr Herz ist zu, der Verstand ist vernebelt, die Sündenschuld lastet auf ihnen und sie haben natürlich viel weltliche Weisheiten, als die sie alles anwenden, aber den Herrn kennen sie nicht. Und was er für sie tun kann in dieser Situation, wissen sie nicht. Das ist alles
was man auch sieht, der Paulus rät denen ja schlussendlich, dass sie bleiben sollen, nicht weiterfahren. Und wenn wir uns jetzt mal schauen, ja, wir bewegen uns jetzt öfter in Sprüche, aber es hat uns viel zu sagen in dieser Situation, weil wenn man in solchen Situationen nicht weise handelt, gibt es Katastrophen. Wer will es verneinen? Alles schon geschehen, alles schon am Geschehen. Sprüche 28, Vers 1: Der Gottlose fleucht und niemand jagt ihn. Der Gerechte aber ist getrost wie ein junger Löwe. Ja, du kannst getrost sein wie ein junger Löwe, nur wenn du den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser kennst. Klar geht es mal tief und durch, klar, es stürmt mal öfters wie ein Orkan über einen, aber der Herr ist da. Aber der Gottlose ist eigentlich immer auf der Flucht. Und es steht auch gut geschrieben: Keinen Frieden sagt man Gott den Gottlosen. Da gibt es keinen Frieden in ihrem Herzen. Wie soll es denn sein, wenn sie den Friedefürst nicht kennen? Das sieht man hier auch in all diesen Bestrebungen. Schauen wir uns ein paar Zitate an. Das Licht leuchtet am hellsten in dunkler Nacht. So sollte es mit unserem Glauben sein, wenn alles ringsum dunkel ist. Ist doch wunderbar. Weiß jetzt nicht, von wem das Zitat ist. Aber das ist ein Paulus in dieser furchtbaren Lage. Es wird noch sehr, sehr dunkel um ihn. Wir schauen uns das noch an. Charles Mackintosh sagte: Dem Glauben ist alles möglich. Stürme werden in Stille verwandelt. Die raue See wird zu einem gläsernen Meer. Hohe Berge ebnen sich, wenn der Glaube die Kraft Gottes zum Tragen bringt. Je größer die Schwierigkeiten, desto heller erscheint der Triumph. Je größer die Schwierigkeiten, desto heller erscheint der Triumph. Man hört von diesem Bruder, dass er da auch vieles hindurchgegangen ist und gelernt hat. Nicht wahr? Punkt 3. Die große Not bis zum Schiffbruch und Errettung daraus. Hier können wir auch einiges ganz klar sehen. Das Leben eines Gottlosen muss im Normalfall komplett in sich kollabieren, zusammenbrechen, zerbersten. Alles, was er sich gutheißt, alles, was er sich aufgebaut hat, und zwar im Herzen. Materiell muss nicht unbedingt alles kaputt gehen. Aber da im Herzen, woran er auch festhält, was er auch gutheißt, muss zerbrechen. Er muss erkennen, es muss einen Sinn in meinem Leben hier haben. Denn das, was ich hier habe, kann mich nicht befriedigen. Es ist alles nichtig. Ich werde mal sterben. Wohin denn das alles? Ich nehme es ja nicht mit. Und wo bin ich dann? Was ist, wenn es einen danach gibt? Der Mensch muss also innerlich kollabieren. Ganz klar. Jeder Einzelne, der zum Herrn Jesus Christus an sein Kreuz gekommen ist, sein Eigentum geworden ist, der wird es bekennen. In vielen Prozenten von 100% ist jeder Einzelne von uns mit einem Ja zu beantworten in dem allem. Wir haben alles verlieren müssen, wo es vor unseren Augen schlussendlich alles nichtig geworden ist, alles als Verlust gesehen, und den Herrn Jesus Christus haben wir gewonnen. Es ist herrlich, dass das Zeitliche für einen alles zusammenbricht und man die Ewigkeit, die man im Herrn Jesus Christus hat, durch die Vergebung der Sünden, dass man das erhält. Es ist herrlich. Danach sucht man nach nichts anderem. Vers 13 bis 15: Da aber der Südwind wehte und sie meinten, sie hätten nun ihr Vornehmen, da denken sie, ist noch alles gut, erhoben sie sich gen Assos und fuhren an Kreta hin. Nicht lange aber danach erhob sich wieder ihr Vornehmen, eine Windsbraut, die man nennet Nordost. Da hast du einen Ärger. Nicht lange aber danach erhob sich wieder ihr Vornehmen. Wer lenkt denn das alles? War es Wettermanipulation? Natürlich nicht. Der Herr ruft in ihr Leben. Der Herr.
Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind richten, gaben wir es dahin und schwebeten also. Keine Chance mehr, können nichts mehr tun. Der Herr legt alle menschliche Bestrebung brach. Es geht nichts mehr. Es ist der Herr am Werk. Das Menschenherz muss da offenbar werden, dass er ein Tor ist, dass er mit eigener Bestrebung alles versucht. Nichts wird daraus. Der Herr zerstört die Pläne des Menschen, um ihn mal zu Stillstand zu bringen. Aber dazu kämpft der Herr so viel noch für sie. So viel. Kann man so betrachten? Wie ist es in deinem Leben, lieber Bruder, liebe Schwester? Gibt es vielleicht in deinem Leben auch Situationen, wo du schon durchgegangen bist, wo alles zusammenbrechen musste und du nicht verstanden hast, warum? Wieso? Ich gehe doch treu mit dem Herrn, oder nicht? Habe ich irgendwie falsch abgebogen? Was ist geschehen? Wieso? Weshalb? Viele dieser Fragen wirst du dir so stellen, aber ich hoffe, dass du dann wie Hiob sagst, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich hoffe, dass du dann nicht wieder den Herrn handelst, nicht töricht handelst. Das kann man sehr rasch, weil der Feind kommt dann nah. Siehst du, du hast doch nichts. Früher war es doch besser, erinnerst du dich? Dann erinnere den Feind, der dich dann angreift, an seine Zukunft und auch an deine. Vergiss nicht, hier auf Erden, wir müssen durch viel Trübsal durch. Ganz klar, wenn deine Gemeinde, wo du gehst, dir etwas anderes erzählt und nur von Liebe und Frieden und Freude erzählt, das hat alles seinen Platz, das ist ganz klar, die Freude im Herrn, Freude im Heiligen Geist, der Frieden und Ruhe in unserem Herzen, das diese Welt übersteigt, alles klar. Und wenn das deine Gemeinde so nur zu dir predigt und alles, da stimmt was nicht. Und dann musst du prüfen, ob du am richtigen Ort auch bist. Sage ich nicht von hoch herab. Genau, bis 15. Das erinnert an Sprüche. Wie gesagt, wir besprechen so ein bisschen auch die Sprüche hier. Sprüche 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgenden Tages, denn du weißest nicht, was heute sich begeben mag. Das kann man nicht wissen. Rühme dich nicht des morgenden Tages. Vers 16 bis 21. Schauen wir uns jetzt einmal Sprüche, ja, eine Hand bei Sprüche am besten. Sollte man von Anfang sagen, nicht wahr? Sprüche 21, Vers 9, 29 bis 31. Sprüche 21, Vers 29 bis 31. Der Gottlose fährt mit dem Kopf hindurch, aber wer fromm ist, des Weg wird bestehen. Es hilft keiner Weisheit, kein Verstand, kein Rat wider den Herrn. Rosse werden zum Streittage bereitet, aber der Sieg kommt vom Herrn. Also Ross, für die ist der Ross schlussendlich das Schiff, das sie da genommen haben, das zweite. Und das Schiff, wo sie dann von Alexandrien dann bekommen haben, ab dort. Aber der Herr bereitet den Sieg vor. Des Herrn Ratschluss wird gleich dann offenbart in den nächsten Versen, die wir dann gemeinsam schauen. Das ist völlig absolut, dass der Herr einen Ratschluss da gesetzt hat und so kommt es auch. Es liegt nicht an dem Menschen nach seinen Bestrebungen. Vers 16 bis 21 ist absolut fatal. Wir kamen aber an eine Insel, die heißt Clauda. Da konnten wir kaum einen Kahn ergreifen. Den huben wir auf und brauchten der Hilfe und banden ihn unten an das Schiff. Denn wir fürchteten, es möchte in die Syrte fallen. Und ließen das Gefäß hinunter und fuhren also. Und da wir groß Ungewitter erlitten hatten, da taten sie des nächsten Tages einen Auswurf. Und am dritten Tage warfen wir mit unseren Händen aus die Bereitschaft im Schiffe. Da aber in 4 Tagen weder Sonne noch Gestirn erschien und nicht ein klein Ungewitter uns wieder war,
war alle Hoffnung unseres Lebens dahin. Und da man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man sollte mir gehorchet und nicht von Kreta aufgebrochen haben und uns dieses Leides und Schadens überhoben haben. Sie hätten nur darauf hören müssen. Wartet doch, geht nicht los, ihr wisst, wie gefährlich es ist. Ah, aber der Geld, Liebe zu Geld ist die Quelle allen Übels. Es ist ganz klar, sie lieben das Geld, sie bekommen sicherlich einen Lohn, ganz klar. Wenn einige Monate früher ankommst, weil du was gewagt hast, bekommst du sicher mehr Lohn für deine Gefangenen, die du da ablieferst. Bin ich überzeugt. Bin ich fest überzeugt. Der lebendige Gott ist mit uns, dessen Kraft nie versagt, dessen Arm niemals müde wird, dessen Weisheit unendlich und dessen Kraft unverändert ist. Das ist ein Zitat, von wem weiß ich nicht. Aber ist wortwörtlich so. Schade, dass die Besatzung nicht den Herrn gekannt hat. Wenigstens der Kapitän, das wäre gut gewesen, aber sie kannten den Herrn nicht. Und sie wussten aber allesamt nicht mehr weiter. In dieser Not sind sie dann drin. Manchmal im Leben von uns kann es auch so sein, dass wir dann nicht mehr weiter wissen. Von Not und Kampf, von Krankheit und Verlust. Ob Angehörige, Job, finanzielle Not, alles kann sein. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kapituliere vor dir, Herr. Wo du nicht mehr weiter weißt, der Herr weiß weiter. Erinnere dich ganz klar und deutlich an Psalm 139, auch für die weiteren Verse, die wir jetzt dann kurz durchgehen. Der Herr sieht dich. Der Herr weiß Bescheid über deine Not, über deine Situation, über dein Leid und Trauern. Der Herr weiß Bescheid, wie es für dich weitergeht und ob es für dich jetzt weitergeht. Überlass es dem Herrn. Wie er jetzt handelt, ist korrekt. Seine Wege sind nicht unsere und seine Gedanken sind nicht unsere. Er handelt korrekt. Er macht keine Fehler. Wenn wir denken, der Herr macht Fehler, dann haben wir Fehler, die wir machen. Wir machen Fehler als Menschen, der Herr nicht. Wir sind nicht verborgen vor den Augen des Herrn, sondern wir sind offenbar vor ihm. Vollumfänglich offenbar vor ihm. Der möchte uns recht führen mit seinem Hirtenstab. Er will uns leiten zu den Früchten, für die er uns vorbereitet hat. Er will, dass wir in seiner Kraft wandeln. Er möchte dies. Bis heute niemand erlebt, der das alles irgendwie perfekt durchsetzen kann. Das kannst du vergessen. Aber wir wollen immer wieder genauso handeln wie die Gottlosen. Immer wieder. Wir müssen unser Vertrauen vollumfänglich in allem dem Herrn stellen. Was für eine große Aufgabe das eigentlich ist. In jedem Bereich. Wenn es mal nicht mehr weitergeht, wenn es gut geht, ist keine Sache. Wenn es aber mal nicht mehr weitergeht, sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Da wird eine Prüfung über uns dann immer wieder kommen. Das macht der Herr. Der Herr prüft. Schaue, wo du stehst. Ist dein Glaube wirklich jetzt gerade fest? Muss vielleicht eine Feinjustierung unternommen werden? Musst du vielleicht dein Leben völlig dem Herrn ausliefern, in allen Facetten? Der Herr zeigt es auf aus Liebe zu dir und mir. Das macht der Herr. Lass den Herrn nur machen, vertraue auf ihn und erwarte ihn alle Zeit. Unbedingt. Erwarte ihn alle Zeit. Der Herr will dich trösten. Vers 22 bis 25. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keines Leben aus uns wird umkommen ohne das Schiff. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Wir müssen aber anfahren an eine Insel. Das ist schon ein Vers weiter. Du siehst,
Der Herr hat ihm offenbart seinen Ratschluss, das von Anfang an bestand. Paulus wird da nicht einfach untergehen, er muss vor den Kaiser hingestellt werden und sich verantworten, und sein Leben ist dann da für eine Weile. Die Männer, die wissen natürlich nicht weiter, ist klar. Wenn du mal solches durchmachst, wie in den letzten Versen, du weißt nicht mehr weiter. Wie oft hast du nicht mehr ein- und ausgewusst, lieber Bruder, lieber Schwester? Wie oft bist du schon durch Situationen durch, wo du kaum ein- und ausgewusst hast vor Not? Wo stehst du jetzt? Stehst jetzt auf dem Felsengrund, neu geformt am inwendigen Menschen, nicht wahr? Hat der Herr seine Arbeit also an dir gemacht? Natürlich. Aber du siehst nicht alle Facetten. Wir können da nicht alles so erkennen. Wir sehen nur so einen kleinen Bereich von dem, wie der Herr an uns gearbeitet hat. Aber es ist viel, viel größer. Und die Treue des Herrn wird da auch immer wieder aufgezeigt. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 bis 7. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zu gut. Ist Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld dermaßen, wie wir leiden. Ist Trost, so geschieht es euch auch zu Trost und Heil. Und steht unsere Hoffnung fest für euch, weil wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Also all das Leid und Trübsal, wo du durchgehst, dient zu deinem Besten, lieber Bruder, liebe Schwester. Klar, wenn du in der Not bist, Trübsal, kannst du sagen, was weißt du schon, du bist jetzt nicht da drin, durch alle Wasser gewaschen. Alles durch. Alles Mögliche. Sachen, wo andere nicht durch müssen, musste durch. Muss ich auch durch. Keine Chance zum Entrinnen. Es schmerzt, es trauert, es zerreißt. Aber es ist ganz normal, es ist jeden Augenblick. Aber das, was du ertragen musst, was du durchgehen musst, an Trauer, Leid, Not, Pein, Schläge, alles, was du erleidest, um des Namens des Herrn, wie Herrn Jesus Christus willen vielleicht, oder Krankheit, Armut, du gehst dadurch, der Herr formt dich bis zum Schluss. Der Herr gibt immer nur so viel, wie du tragen kannst. Und wenn du deine Not über deinen Kopf auf einmal anfängst zu gehen, und auch sonst, Matthäus 11, 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Erste Adresse ist der Herr. Er gibt Erquickung, er gibt Frieden in stürmischen Zeiten. Du bist im Auge des Sturms dann. Wenn du nicht zu ihm kommst zur rechten Zeit, da hast Nöte, da hast Kämpfe, da hast Probleme, da weiß nicht ein und aus. Das darf nicht sein. Genau, es dient also alles zu deinem Besten. Hebräer 10, Vers 34 bis 37. Hebräer 10. Vers 37 bis 39. Vers 34 bis 37, genau. Hebräer 10, Vers 34 bis 37. Denn ihr habt mit meinen Banden Mitleid gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als ihr wisset, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not. Auf dass ihr den Willen Gottes tut, die Verheißung empfanget. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Sehr tröstend.
Und natürlich Geduld, durch Trübsal lernst du Geduld, bitte nicht um Geduld, sondern bitte den Herrn, dass er dich hindurchträgt in der Situation, wo du bist. Und dass du als ein erfahrener Kind Gottes herauskommst aus deiner Not. Sehr, sehr wichtig, dass du auch anderen helfen kannst. Ist nicht einfach zu hören, und doch ist es der Rat vom Herrn durch sein Wort. Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Genau, so viel bist du hierher. Das war schon Vers 14. Ist das nicht sehr tröstend? Der Herr macht uns hier klar, obwohl es uns als Kindern Gottes klar sein sollte, da wir sein Wort kennen, wenn wir es haben, dass seine Gedanken, seine Wege so viel höher ist und so viel erhabener und perfekt überhaupt ist im Vergleich zu den menschlich gewählten Wegen und Gedankengut. Unbeschreiblich viel höher. Da müssen wir nur noch unser Vertrauen vollumfänglich darauf setzen. Und das ist manchmal schwierig, wenn du in Trübsal drinne bist. Erinnere dich an Psalm 139, das sehen wir uns jetzt nicht an, sondern wir wollen uns jetzt mal schauen, diesen Zitat mit Psalm 139 verbunden und auch mit dem ganzen Apostelgeschichte 27 hier, was die Schiffsfahrt da angeht. Kein Detail unseres Lebens ist für die Aufmerksamkeit unseres himmlischen Vaters zu unbedeutend. Kein Umstand oder Ereignis so groß, dass er es nicht kontrollieren könnte. C.S. Lewis sagte, das Leben mit Gott ist keine Immunität vor Schwierigkeiten, sondern Frieden in Schwierigkeiten. Wir gehen jetzt zu Vers 41 bis 44. Und da wir fuhren an einen Ort, der auf beiden Seiten Meer hatte, stieß sich das Schiff an und das Vorderteil blieb feststehen, unbeweglich. Aber das Hinterteil zerbrach von der Gewalt der Wellen. Die Kriegsknechte aber hatten einen Rat, die Gefangenen zu töten, dass nicht jemand so herausschwömme, entflöhe. Aber der Unterhauptmann wollte Paulus erhalten und wehrete ihrem Vornehmen und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer lassen und entrinnen an das Land. Paulus hat speziellen Wert, wie du siehst. Die anderen aber, etliche auf den Brettern, etliche auf dem, was vom Schiffe war, und also geschah es, dass sie alle erhalten zu Lande kamen. Das Schiff zerbricht. Dieser Schiffbruch erlebt man in der Nachfolge öfter mal. Schiffbruch. Kurskorrektur. Aber auch ein Sinnbild für die Gottlosen. Schiffbruch müssen sie erleben, um zu erkennen, dass ihr Vornehmen, wie sie vor sich hinleben auf dem breiten Weg, einfach nicht gut wird und nicht gut auskommt. Sie müssen Schiffbruch erleben. Wenn du unerrettete Leute hast in deiner Familie, Bekannte, wo das Evangelium gehört haben auch, von dir oder von anderen, bitte den Herrn, dass sie in ihrem Leben einen Zusammenbruch erleben, sodass sie erkennen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Ewigkeitssinn brauchen, etwas, was diese Welt überdauert brauchen. Die Ewigkeit ist in das Menschenherz eingesetzt. Der Mensch weiß, dass es einen danach gibt. Auch wenn es verneint, es ist in sein Herz geschrieben, und er sucht insgeheim danach, wie es weitergeht. Bete für einen Zerbruch im Leben deiner Kinder, die jetzt ohne den Herrn sind,
die alles Mögliche von der Welt tun, die nicht zum Herrn kommen wollen, der für sie am Kreuze starb, die du ihnen so oft verkündet hast. Für deine Eltern, für deine Arbeitskollegen, verkündet so viel mal, wenn sie nicht wollen, muss alles noch zusammenbrechen in ihrem toten Leben. Und dann werden sie dann erkennen und verstehen, es muss was mit Ewigkeit Sinn haben in meinem Leben. Denn das Zeitliche, das vergeht. Ich hoffe, dass dir so viel wie möglich so weitergeben kommt. Ich hoffe, dass du einiges so mitnehmen kannst für die Nachfolge vielleicht. Das Wort Gottes ist so tief, nicht wahr? Und es geht noch viel tiefer. Ja, Gottes Segen, lieber Bruder, liebe Schwester.